Herzlich willkommen heute hier bei uns im Wischmopshop. Heute möchte ich Ihnen mal gerne zeigen, wie man ein Terrassendach vernünftig sauber machen kann. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch in der Art des Daches. Wir haben hier ein Kunststoffdach, gleich haben wir noch ein Glasdach. Und die schönste Sache, ein Dach sauber zu machen, ist natürlich, wenn ich eine Arbeitsfläche habe und auf einer Leiter stehe, wie ich jetzt hier. Möglich ist es aber auch natürlich, wenn man oben vom Fenster aus reinigt oder zur Not auch mit einer Teleskopstange von unten mit einem Auflieger. Wenn es bei Ihnen zu Hause nicht funktionieren sollte, so wie ich es mache, können Sie uns auch gerne anrufen und wir erklären Ihnen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Sollte das Dach mit Moos und Algen befallen sein, macht es Sinn, es vorher, vor der Reinigung, einzusprühen mit unserem Steinreiniger. Der Steinreiniger heißt zwar Steinreiniger, ist aber ein Moos- und Algenvernichter. Das heißt also, dass die Moos- und Algenkulturen trinken und verdauen diese Chemie und sterben dann ab. Man sollte also das Dach vor der Reinigung 2 Tage vorher einsprühen, nach Möglichkeit nicht, wenn es regnet. Und dann sieht man schon nach 2 Tagen, dass die Algen alle abgestorben sind und dann kann man mit der Reinigung beginnen. Den brauchen wir hier aber heute nicht. Wenn wir die Reinigung mit Hilfe einer Teleskopstange machen wollen, dann machen wir den ersten Versuch hier mit einer Teleskopstange, die nicht wassergeführt ist. Wir machen auch gleich nochmal eine Reinigung mit einer wassergeführten Teleskopstange. Ich persönlich finde die Reinigung mit einer nicht wassergeführten Teleskopstange einfacher. Als erstes gehen wir hin und nehmen den 2-in-1 Fensterwischer, der von der einen Seite eine Gummidichtung hat zum Abziehen. Dieses Abziehen ist jetzt hier bei dem Material nicht so wichtig wegen Flecken, nimmt aber nochmal den letzten Schmutz weg und mit unserem Fellbezug. Wir nehmen einen handelsüblichen Gartenschlauch, machen dann den Fellbezug schön nass. Und nehmen unseren Alkoglanzreiniger. Den sprühen wir hier einfach einmal drauf. Und können nun mit dem Finger ein bisschen hin und her reiben, bis Schaum entsteht. Zusätzlich haben wir unseren Terrassen- und Wintergartenscheibenreiniger. Das ist Bimsmehl. Das ist keine Chemie, ist absolut umweltverträglich. Und kann jetzt, das ist ein Pulver, was etwas rau ist, hier auf dem nassen Bezug aufgeträufelt werden. Dadurch, dass der Bezug nass ist, haftet das Pulver und wir können damit hinterher sich schön sauber machen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, das Pulver direkt auf die Fenster zu legen. Bevor wir nun anfangen, empfiehlt es sich, die zu reinigende Stelle bzw. das gesamte Dach einmal mit dem Wasserschlauch komplett vom Boden zu befreien, indem wir hingehen und den groben Schmutz von oben runter sprühen. Das heißt also, ich sprühe jetzt hier hinten und das Wasser kommt mir entgegengelaufen und etwaige Blätter oder sonstige Saturnreinigungen, die grob sind, kommen hier schon runter. Ich arbeite jetzt hier mit einer 6 Meter Teleskopstange, die natürlich für die Fläche viel zu groß ist, hat aber den Vorteil, ich kann meine 6 Meter Teleskopstange komplett eingefahren lassen und sie ist super stabil und ich habe möglichst viel Druck vorne auf der Fläche. Und ich kann die Teleskopstange vielleicht noch für eventuelle andere Sachen nutzen, zum Beispiel im Garten einen Baum oder wenn ich das Haus streichen möchte oder. Ich gehe nun mit der Teleskopstange hin. Ein Stückchen müssen wir doch ausziehen und fangen jetzt an, hier hinten zu reiben. Es empfiehlt sich im Übrigen auch, am besten einen 45er Wischer zu nehmen und nicht den 55er, weil teilweise die Abstände der Glasplatten nicht so breit ist wie hier in diesem Beispiel. Sondern bei 50 cm. Also messen Sie vorher nach, wie breit Ihre Abstände sind. So. Lege ich nun die Teleskopstange zur Seite. Nehme jetzt wieder meinen Gartenschlauch.
Durch einfaches Umdrehen der Teleskopstange habe ich nun die Gummilippe und kann jetzt hier ansetzen zum Anziehen. Wie Sie sehen, erhalten Sie nun ein perfektes Ergebnis von Ihrem Terrassendach. Es empfiehlt sich auch, die Reinigung des Terrassendaches mindestens zweimal im Jahr zu machen. Nämlich zum Frühjahr und zum Herbst, damit der Dreck nicht großartig einkrusten kann und einfacher gereinigt werden kann. Hier an dieser Stelle möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen, wie man mit einer wassergefüllten Teleskopstange reinigen kann. Auch hier empfiehlt es sich, die Fläche vorher mit einem Gartenstoff abzusäubern oder im Moosbefall mit unserem Steinreiniger zu beseitigen. Wir haben jetzt mit einer Bürste unserer Teleskopstange, die in diesem Wasserschlauch, wo das Wasser gleich austreten wird, die Möglichkeit, nur mit dem Wasser zu reinigen. Oder aber, Sie können natürlich auch ein bisschen von unserem Alkoglanz auf die Fläche sprühen. Bei starken Verunreinigungen das Bimsmehl entweder auf die Bürste tragen oder, wie ich es jetzt hier gerade mache, einfach mit der Hand aufschmeißen. Ich nehme jetzt die Teleskopstange. Wir stellen jetzt das Wasser an. Und fangen an zu bürsten. Ich habe jetzt hier bei uns auch direkt schon das wasserführende Gelenk dran gemacht, damit Sie sehen können, wenn Sie einen Neigungswinkel einstellen wollen, wie man das hiermit machen kann. In diesem Falle hier hätte ich aber kein wasserführendes Teleskop, kein wasserführendes Gelenk gebraucht, sondern hätte direkt hier anschließen können. Ich kann natürlich jetzt auch mein Gelenk gerade machen und die Bürste abschrauben, weil ich möchte jetzt gerne abziehen. Wenn ich abziehen möchte, kann ich das mit einem 2-in-1 Fensterwischer machen oder aber mit einem direkten Abzieher, der nicht groß erhältlich ist. Der passt jetzt hier so nicht drauf, dafür gibt es einen Spezialadapter. Das ist nämlich der Konus mit Gewinde als Adapter für unsere Wasserteleskopstangen, um dort das Zubehör anzuschließen, was für die normalen Teleskopstangen geeignet ist. Ich kann auch mit einer wassergefüllten Teleskopstange prima abziehen. Und den letzten Dreck kann ich so auch schön von den Platten runterziehen. Hier sind wir jetzt an einem Glas. Im Prinzip ist die Arbeitsweise genau die gleiche, wie bei den Kunststoffplatten. Um Ihnen zu zeigen, wie schön das alles funktioniert, gehen wir jetzt mal an einer richtig verdreckten Stelle, wo Taubenscheiße drauf ist.
vorreinigen mit Wasser. Vorne ist jetzt noch ein kleiner Nüppel. Praktisch. Ich drehe um. Reib. Und kann direkt weiter ab.